So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen weiter. Wir werden heute... Haben Sie einen Moment? Die möchte Ihnen von einer Idee erzählen. Nee, nicht jetzt. Ich möchte ganz kurz erstmal was anderes machen eigentlich, was ich jetzt gerade noch vorher hatte. So, dann machen wir die Quest für die Kräutertante da. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe doch schon gerade da oben. Professor Garlic, ja, ist richtig schon. So, dann machen wir das. So, dann gehen wir mal zu Professor Garlic. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Die gute Kräuterfee da unten irgendwo. Dann gehen wir mal rüber zu den Gewächshäusern. Denn wir haben ja die Viertelstunde abgewartet mit dem Flussgrasstamm und haben uns selber was gezüchtet. Und das für. Nee, das wirst du jetzt nicht. Das wird jetzt noch einen Moment warten müssen. Springende Tentakula. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Pilsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Natürlich. Gehen hoch. Locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie es. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. So, fertig. Und damit haben wir Flipendo gelernt. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus. So, Flipendo ist der hier. Sie auf die Pflanzen. Okay. So, dann haben wir das auch. Perfekt. Dann haben wir Flipendo gelernt. Haben wir noch was Kleines. Feuer und Sünde. Okay. Das Fohlen des Todes. Na gut, das hatten wir ja doch dann. Also ein bisschen haben wir noch an Nebenaufgaben. Wir haben ja noch ein bisschen was an Nebenaufgaben, ne? Also gut, es fehlen jetzt noch die restlichen Schlüssel. Das sind noch 6 Stück insgesamt. Der Mann in einem Mond. Da müssen wir für Alohomora 3 doch die 13 Dinger sammeln. Viele Quests sind jetzt auch nicht mehr, ne? Also wir haben noch mehr als genug zu tun, glaube ich, im Let's Play. Ich weiß nicht, ob es ein 100, wird wahrscheinlich kein 100% Let's Play. Gut. So, gucken wir mal gerade. Weil wir noch so zu tun haben. Nö. 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 Eigentlich nicht. Wir können eigentlich alles mehr oder weniger verkaufen. Wir haben Talentpunkte. So, gucken wir mal, was Schleichen betrifft. Nee, den haben wir noch nicht, der Fluch.
Nehmen wir das hier. So. Sammlung. Genau, Acromantula. So, warte mal hier. Haben wir doch irgendwas? Kreuz, ich bin Laura. Was haben wir hier? Professor Weasley. Ja gut, das haben wir ja mehr oder weniger schon gemacht. Ach hier, Halsbekleidung. So. Erscheinungsbild ändern, ich brauche natürlich keine Halsbekleidung. Warum auch? Hier haben wir was abgeschlossen. Wir haben fast alle Herausforderungen weg, ne? Wir haben jetzt fast alle, wir haben noch ein bisschen was, aber hier fehlen, ich habe nur mal die Hälfte, sehe ich gerade. Machen wir jetzt gerade zum besten 6 Aufgaben. Noch 10 Hauptaufträge. Oh, 18 Beziehungsaufträge brauchen wir noch. Und dann wahrscheinlich 25 oder sowas. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. So, hier haben wir noch irgendwas. Gut. Gut, gut. Gut, dann gucken wir mal, was wir noch an Aufgaben haben. Dann haben wir aber sehr lange jetzt gebraucht, um diese Aufgabe abzuschließen überhaupt. Ich probiere mal was anderes. Wir machen erstmal noch mal eine AFK. Wir lesen, versuchen dann eine Quest zu lösen. So, Karte von Hogsmeade, wir wissen uns ja, wie Weeks oder wie die heißt. Diese Aufgabe wollte ich eigentlich mehr oder weniger mal angehen. Ivy Weeks heißt er. So, wir können alles, was wir hier jetzt gerade so ein bisschen haben, verticken. Ja, 1000. Wir haben noch nicht mal weit, bei weitem nicht, oder? Ja, wir haben noch nicht. Wir müssen erstmal eine Bissung kaufen. Wir brauchen dafür 1000 Dollar. Das heißt, die haben wir noch nicht. Ich brauche also noch ein bisschen Kohle. Also können wir die Konkurrenz nicht wegfegen. Nehmen wir das erstmal wieder raus. So, wir sind das Ding angehen können mal. Eine Brücke. Das könnte das hier sein, oder?
neue Brücke auf jeden Fall, hat er gesagt. Zwar das, das sind nicht viele Brücken. Für den Schatz, dann hat der Schatzkarte mit den fliegenden Kerzen. Oder müssen wir da oben hin, wo das Ding gerade leuchtet? Wir gehen dort einfach mal hin. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. So, jetzt müssen wir hier runter. Können leider nicht fliegen, ne? Doch, können wir. Kommen wir aber nicht hoch, oder? Natürlich nicht. Super. Also müssen wir doch wieder den herkömmlichen Weg nehmen. Warte mal, da war es irgendwas. Ein weiterer dedalischer Dings, da fehlt uns nämlich noch 5, den nehmen wir kurz mal mit. Poppy hat sich endlich mit jemandem angefreundet. Ich habe jetzt leider nicht mitbekommen, wo dieser Schlüssel hin ist. Sagen wir hoch, okay. Ein bisschen noch weiter hoch. Reveal.
Ach, da kommen wir gar nicht rein. Was ist, wenn das so bleibt? Was? Sei nicht albern. Das lässt in ein paar Stunden nach. Also bei einigen oder weniger komplett für den Arsch jetzt gewesen, der Weg. Ja, viele Brücken gibt's ja nicht, ne? So, Inventar. Die Brücke. Steinbrücke, Wald. Das ist eine Steinbrücke. Aber was, wohin? Hinter Hogwarts? Richtung Hogsmeade? Es kann ja vielleicht nur eine von diesen Brücken hier sein, diesen Steinbrücken. Das ist mal jetzt so eine spontane Eingebung, die mir einfällt. Muss man sofort weiter.